Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Schon wieder 1 Uhr Nacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Gerüche. Ich möchte gerne mit euch reden über diverse gute und schlechte, üble und schöne Gerüche. Seid ihr vielleicht tätig in einem Beruf und dort konfrontiert mit sehr schlechten Gerüchen? Habt ihr vielleicht einen Partner, eine Partnerin, die auch nicht immer so ganz gut riecht? Was gefällt ihr an euch nicht? So im erotischen Bereich, welche Gerüche mögt ihr da besonders gerne oder auch überhaupt nicht gerne? Oder was war der schlimmste Geruch, den ihr bisher in eurem Leben habt wahrnehmen müssen, riechen müssen? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Bernhard ist der Erste heute Nacht. Guten Morgen. Hallo? Hallo Bernhard, 39 Jahre bist du. Ja, schönen guten Abend. Grüße dich. Ja, also ich wollte dir ein bisschen was erzählen zu meinen schlechten Gerüchen. Zu deinen schlechten Gerüchen? Ja, genau. Also die du ausströmst quasi. Die ich ausströme. Also folgendes. Ich bin seit vielen Jahren, habe ich eine ziemlich schwere Verletzung am Bein und jetzt bin ich amputiert worden im Oktober letzten Jahres. Mhm. Wie weit amputiert? Bis unterhalb vom Knie. Ja. Und ja, jetzt bin ich mit meinem Freund, dem Willem, seit 15 Jahren zusammen. Mhm. Wir haben das schön besprochen. Und ja, der fand das eigentlich auch interessant und irgendwie ganz... Interessant? Ja, interessant. Er meinte, es ist kein Problem mit dem Stumpf und so. Mhm. Und das war auch am Anfang wirklich kein Problem. Jetzt sagen wir mal kurz noch zur Einleitung, was Schlimmes du hattest, dass das Beinteil amputiert werden musste. Eine chronische Knochenentzündung. Mhm. Das ist eigentlich eine unheilbare Krankheit. Und das ist so schlimm, dass es dann zur Amputation kam? Ja, das ist für zu chronischen Schmerzen. Und ja. Wann war jetzt diese Amputation? Am 18. Am 18., also noch gar nicht so sehr lange her. Nö, aber ist schon ziemlich lange hin für mich. Du heißt das Thema ja Gerüche. Genau, jetzt heißt das Thema Gerüche. Jetzt geht es um Folgendes. Ja, also am Anfang habe ich also immer guten Sex mit meinem Freund gehabt. Mhm. Und da hatte ich noch keine Prothese an. Mhm. So, und jetzt habe ich die Prothese auch beim Sex an. Mhm. Klingt mhm. vielleicht jetzt ein bisschen lustig, aber ist so. Ja, klingt weder lustig, ist okay. Ja. Es ist einfach so, weil dann fühle ich mich irgendwie vollständiger. Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Und ja, jetzt besteht so eine Prothese aus zwei Teilen und das Unterteil liegt also extrem eng an der Haut an und dadurch entsteht ein echt ätzender Geruch. Ach. Total widerlich. Also auf dieser kleinen Fläche der Amputation... Genau. Entsteht ein Schweiß und Bakterien vermutlich? Vermutlich Bakterien und ich habe schon alles Mögliche probiert. Stumpf rasieren und eincremen und immer wieder duschen und so. Aber an der Stelle, wo es direkt, wo die Prothese, so wie ich mir das vorstelle, wo die Prothese direkt aufliegt, sind doch keine Haare, oder? Doch. Doch, klar. Da sind Haare. Ja, klar. Mhm. Logisch. Das Männerbein ist behaart. Mhm. Na gut, ich dachte, die Stelle, wo es vernäht ist. Und, na gut, ich weiß es nicht. Dieser Liner, dieses Unterteil, ist einfach, das geht bis übers Knie. Das sind also doch schon so 20 Zentimeter runter. Und ich verstehe. Ja. Ist das denn auch so, wenn du das regelmäßig pflegst, also wenn es jeden Tag gut wäscht und sauber machst? Alles ausprobiert. Nach wie vielen Stunden fängt das denn an? Oder ist nach 2 Minuten. Nach 2 Minuten? Also das ist ekelhaft, ja. 2 Minuten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, was? Naja, okay, aber... Also nach relativ kurzer Zeit. Nach ganz kurzer Zeit. Mhm. Und das ist auch so, wenn die Prothese fest anliegt? Ja, klar. Weil doch kleine Bewegungen entstehen und dadurch Luft ritzen und dadurch entsteht es dann. Und dadurch entsteht es dann. Habe ich noch nie gehört. Ist aber so. Das heißt also, um das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, dass dann bei euren erotischen Spielchen diese Gerüche ständig aufsteigen.
Genau. Von dir und das deinem Willem Paar. Wird abgeturnt. Dein mein Freund. Ja, und wir sind 15 Jahre zusammen und das ist irgendwie schon echt krass geworden in den letzten Wochen. Aber da würde doch dann nur helfen, die Prothese abzunehmen. Genau. Aber das will ich nicht. Ja, da musst du jetzt entscheiden. Zwischen zwei Übeln, für dich übel. Entweder nimmt ihr oder du den Geruch wahr oder du nimmst halt hin, dass die Prothese ab ist. Ja, das ist die Krux der ganzen Sache. Und da kann man wirklich nichts mit Deo oder... Da schon alles ausprobiert? Erstmal ist alles ausprobiert und zweitens mögen wir eigentlich auch beide gerne diesen frischen Geruch, wenn man so gerade so frisch aus der Dusche kommt und so, ja? Mhm. Und jetzt wird irgendwas mit irgendeinem Stoff zu übertünchen. Nee. Ja gut, aber wenn man das dadurch verhindern könnte, sollte man das ja vielleicht machen. Tja, ist eine Idee. Ja, siehst du, auf was ich dich alles bringe, auf welche ungewöhnliche Ideen, ne? Vielleicht mal einen Deo-Stift zu nehmen. Ja, also, ich habe das noch nie gehört, das finde ich interessant. Und so ich auch. Würde euch wünschen, dass ihr einen Weg findet, dass ihr diesen... Ist das denn eigentlich auch so, wenn du im normalen Leben irgendwo bist und steigt dann aus der Hose auch irgend so ein unangenehmer Dampf hoch? Ach nö, das fällt es nicht so auf. Da fällt es nicht auf. Also nur, wenn man sehr intim mit dir ist und sehr nah an dir dran ist und du keine Hose anhast. Genau. Und die nicht abschließt quasi. Genau. So, Deo ausprobieren. So sieht's aus. Ne, jetzt gehen wir morgen mal schön in die Drogerie und gucken, was so angeboten wird. Ja, wir müssen einfach mal überlegen, wie wir das am besten machen. Ja. Denn er mag auch keine Deos. Also. Naja, du komm, also irgendwie müsste er jetzt einen Weg finden. Oder das Ding muss eben runter. Ja. Ne? Aber Bernhard. Stell dir einfach mal vor, wenn du sagst, das Ding muss runter. Mhm. Ja, dann kannst du nicht mehr aufstehen. Dann ja. Ich will das auch nicht so flapsig hier dahergesagt haben. Ich will mich schon okay. Ja, ich kenne dich. Hören. Ja. Lieber Bernhard, alles Gute. Ja, Grüße an den Freund. Du wirst übrigens überall sehr gerne gehört. In vielen Hunderten von Krankenhaustagen haben wir dich schon tausendmal gehört. Deutschlandweit. Dankeschön. Tschüss, Bernhard. Tschüsschen. Juhu. Unser Thema Gerüche. Erzählt mir von euren Geruchserfahrungen. Mit wem oder mit was auch immer. Gibt es einen Geruch, wo ihr wahnsinnig werdet vor Ekel? Oder gibt es vielleicht auch einen Geruch, und habt ihr den schon mal erlebt? In welchen Zusammenhängen habt ihr den erlebt? Oder gibt es auch einen Geruch, wo ihr wahnsinnig werdet vor Lust oder vor Freude oder vor Leidenschaft? Ruf mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Wen haben wir jetzt? Sieglinde, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo Sieglinde. Hallo. Thema Gerüche. Ja, ich rufe wegen meinem Mann an. Und zwar, der hat so schlimmen Mundgeruch, also ich werde schon wahnsinnig. Mm. Also das geht bestimmt schon 4-5 Jahre so. Mhm. Und ich habe schon alles Mögliche versucht. Zahnarzttermine. Ja. Aber nichts zu machen, nichts. Ich wollte mich schon trennen. Nichts, also, gar nichts. Du wolltest dich trennen wegen des starken Mundgeruchs? Ja, ja. Beschreib den Mundgeruch mal. Das kann man gar nicht beschreiben. Schon wenn ich jetzt im Auto mit ihm fahre und auf dem Beifahrer sitze. Also auch in der Entfernung? Wenn ja, man, ja. Das ist schon so krass. Also ich sag dann auch immer, warum gehst du nicht? Dann stinkt das ganze Auto. Ja, ekelhaft. Mhm. Wie unglaublich ekelhaft muss es doch dann erst sein, wenn du morgens neben dem aufwachst? Nee, wache ich ja gar nicht mehr. Ach, du schläfst gar nicht mehr mit dem zusammen? Nein. Würdest du dich morgens mit dem küssen? Nein. Mhm. Auch schon gar nicht mehr. Das heißt, ihr habt getrennte Schlafzimmer? Ja, ich schlafe im Wohnzimmer und er schläft im Schlafzimmer. Und das wirklich wegen des Mundgeruchs? Ja, ja. Wie ist es denn, wenn du am Esstisch mit ihm sitzt? Also der Tisch ist zwischen euch. Selbst auf die Entfernung riecht man, ne? Das riecht man, ja. Mhm. Das geht gar nicht. Also er ist in der Küche dann. Ja. Haben wir da Küchentisch, ja. Ja. Und wenn ich dann esse oder mit meiner Tochter, die ist ja 17, ja. Die sagt dann auch schon manchmal, Mama, das ist so ekelhaft, sag ich, was soll ich machen? Ja. Mehr wie sagen kann ich's nicht. Also ihr esst gar nicht deshalb zusammen an einem Tisch? Nein, gar nicht mehr. Aber wie haltet ihr es denn dann zusammen? Das kann man gar nicht mehr aushalten. Sitzt ihr zusammen im Wohnzimmer und guckt Fernsehen? Nein, auch nicht mehr. Also ihr lebt in einer Wohnung quasi getrennt irgendwie? Getrennt, ja. Also ich bin jetzt hier im Wohnzimmer. Ja. Er schläft. Ja. Und meine Tochter, die ist dann hier. Ja.
Oder ich schlafe dann manchmal mit bei meiner Tochter oder die schläft hier mit mir im Wohnzimmer. Das, aber zusammen geht nicht. Das ist ja unglaublich. Nee, das geht nicht. Und die Ehe vorher war eigentlich in Ordnung? Bis vor 4-5 Jahren. Bis vor 4-5 Jahren. Und ja. Dieser penetrante Mundgeruch hat ja. Jetzt quasi euer ganzes Eheleben durcheinander gebracht. Sag ich, wir sind 25 Jahre verheiratet. Ja. Da war nie was. Und seit 4-5 Jahren, also das so. Ich habe am Anfang gesagt, ein Jahr. Ja. Ja, er geht, nichts passiert. Vor 10 Tagen war ich dann bei meiner Tochter, hab gesagt, das geht nicht mehr. Mhm. Die hat dann auch mit ihrem Vater geredet, mhm. Das ist die andere Tochter, ja? Ja, ja. Die ist schon außer Haus. Ja. Die hat dann auch gesagt, nee, die Mama, die kommt nicht mehr, du musst was machen. Das ist ja Wahnsinn. Ich mach was, er macht nichts. Sag mal, Sieglinde, es liegt also definitiv daran, dass er nicht zum Zahnarzt geht. Ja. Putzt er sich denn die Zähne? Auch nicht. Überhaupt nicht? Auch nicht, bei uns im Bad sind 4 Zahnbürsten. Eine meine Tochter, ja 3 Zahnbürsten und eine mein Sohn. Das ist ja ekelhaft. Das ist schon. Aber also, dann muss er doch schon früher auch schon gestunken haben aus dem Nein, Mund. Das war ja nicht. Vorher ist er immer gegangen. Ach, er ist früher zum Zahnarzt gegangen? Immer. Und er hat sich früher auch die Zähne geputzt? Ja, aber ja. Wie kann das denn sein, dass dann jemand plötzlich nicht mehr geht? Das weiß ich nicht. Er ist immer nur zum Zahnarzt gegangen, wenn er Zahnschmerzen hatte, ja? Ja. Und es wirklich nicht mehr aushalten ja. konnte. Dann ist er gegangen. Und er hat keine Zahnschmerzen im Moment? Ne, jetzt hat er auch, aber dann nimmt er Tabletten, ne? Oder er sagt, die Zahnärzte, die sind zu dreckig. Aber, die Zahnärzte sind zu dreckig. Ja, aber wie, die Praxis, ne? Aber wie kommt das denn, wenn der, wie alt ist er in deinem Alter? Der ist 45. Also 44, der okay. wird 45. Und das ist erst seit 4-5 Jahren ungefähr ja, so. Ja. So, wenn er sich bis dahin, also bis zu seinem 40. Lebensjahr, die Zähne geputzt hat, ja. warum denn dann nicht mehr? Ja, das weiß ich nicht. Das ist ein Ding. Der hat die halt mal jetzt nicht regelmäßig geputzt, mal was ich nicht heute mal und morgen nicht, ja. ja. Aber die letzte Zeit überhaupt nichts mehr. Hat er denn noch alle Zähne oder hat er auch viel? Ach nö, denn ist schon vorne eine rausgefallen. Na gut, eine ist ja nicht so schlimm. Also, aber kein Teilgebiss oder Brücken oder sowas? Nee, gar nichts. Aber vorne hat ein Zahn gewackelt und auf einmal war der weg. Was macht er denn vom Beruf? Der ist Fahrer, Möbelfirma. Bei einer Möbelfirma, das heißt, er hat auch mit Kunden zu tun. Ja, das sage ich ja auch. Das muss doch das Grauen für die Kundschaft sein. Ja, aber ich kann da reden wie ein Buch. Und, ich sage, ja, was die Leute sagen, interessiert mich nicht. Ja, und der Chef, was sagt der Chef? Ja, das weiß ich nicht. Der merkt es nicht oder ja, interessiert ihn nicht. Er ist zu feige, zum Zahnarzt zu gehen, meinst du es? Ja, anders, der kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich meine, wenn er... Es muss ja schon schlimm sein, sein Mund. Weil meine Tochter vorhin auch gesagt hat, die war in die Küche und er hat gegessen und dann sagt die Mama, und er hat dann so, unten hat sie die Zähne gesehen, Und dann sagt die Mama, da ist schon alles so schwarz. Sag ich, will ich gar nicht hören. Mhm. Ich rede und mach, was soll ich noch machen? Es ist, also das versetzt mich auch wirklich in tiefsten Ekel, wenn ich mir sowas vorstelle. Ja, das geht auch nicht. Bah, also ich bin da eh auch obersensibel, wenn jemand Mundgeruch hat, dann könnte ich laufen gehen. Ja. Könnte ich laufen gehen. Und wenn ich mir vorstelle, mit einem Partner zusammen zu sein, das könnte ich überhaupt nicht. Ich könnte es nicht. Also. Deswegen ist ja auch schon 5 Jahre nichts Punktstille. Weißt du was, ich bei dem, also Sex läuft bei euch gar nichts. Nein, gar nichts. Auch deshalb. Auch deshalb, das geht nicht. Weil es dich völlig anekelt und alle Leidenschaft ist dahin. Ja, wenn der schon manchmal nahe kommt so und man riecht es ja, wenn er redet, ne? Ja. Dann drehe ich mich schon weg, dann könnte es mich schon würgen. Mhm. Weißt du, was ich so seltsam finde daran, dass der Mann, der kriegt das ja nur mit, wie sehr du darauf reagierst, wie die Töchter, wie die Kinder darauf reagieren. Die haben ihn auch schon gesagt. Ja, eben. Und ihr habt getrennte Schlafzimmer. Er kriegt keinen Sex mehr. Alles ist ja gestört. Das kriegt er ja mit. Ja. Dass er sogar seine Ehe gefährdet und es nicht schafft, zum Zahnarzt zu gehen. Selbst das in Kauf nimmt, dass die Ehe kaputt geht. Ja, das weiß ich auch nicht. Das stört ihn aber anscheinend nicht. Aber es ist ja auch nicht gerade sehr schmeichelhaft für dich, ne? Nee. Ich war 10 Tage bei meiner Tochter. Er hat dann das gesagt, so, er geht, nichts passiert. Das ist so völlig ignorant, finde ich, dir gegenüber. Ja. Ne? Du leidest ja nun wirklich sehr darunter. Außerdem tut er sicher auch was Gutes, wenn er zum Zahnarzt geht. Es geht ja nicht nur um dich, es geht ja auch um ihn selbst. Ja, also ich habe das vollste Verständnis für dich und hätte auch das vollste Verständnis, irgendwann zu sagen, hier Junge, das war's, ich gehe. Ja. Zahnarzt oder ich. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er nicht gern da hingeht. Zahnarzt, ich meine, wenn einer so einen Mund hat, ja, und ich soll dann zum Zahnarzt und der sieht dann nur Baustelle, da würde ich mich totschämen. Ja gut, aber das ist der Job vom Zahnarzt und je länger er wartet, desto schlimmer wird es. Ja, das sage ich Ihnen ja auch. Ich sag, dafür ist der da, der Zahnarzt, der macht dir das. Ja. Sage ich, klar, wenn ich zum Zahnarzt gehe und hätte so einen Mund wie du, ich würde mich schämen. Ja, ja.
Aber er geht nicht, ich weiß nichts mehr. Ich habe schon gesagt, ich bin am Ende. Ja, also ich würde da wirklich jetzt noch radikaler vorgehen. Ich meine, du bist ja schon sehr radikal. Ja. Ihm dann wirklich drohen, dass die Beziehung dadurch... Nein, er versucht es ja dann auch immer wieder. Ach ja, komm und nix, hau ab, sage ich dann. Ja. Nee, du musst dann sagen, nee, erst zum Zahnarzt. Und dann, dann können wir über alles wieder reden. Ja. Mann, Sieglinde, das ist ja krass. Ja. Das ist ja krass. Ja. Ich hoffe, dass er die Kurve kriegt. Aber der muss auch wirklich kapieren, dass du es ernst meinst. Ja, das merkt er ja schon. Ja, das merkt er eigentlich schon. Ich meine, 5 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Das ist ja nicht nur ein halbes Jahr oder was. Heftig, heftig. Ich wünsche dir, dass er zum Zahnarzt geht. Aha. Wünsche ich dir wirklich. Aha, schlimme Sache, 4-5 Jahre das so auszuhalten. Ja. Mann. Alles Gute. Okay, ja. Tschüss, Sieglinde. Ja, auch, ja. Tschüss. Dankeschön. Thema Gerüche, und zu dem Thema hat auch angerufen der Frank, und der ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, ich höre dich ganz schlecht. Ja, aber das kommt jetzt allmählich. Okay. Ja. Gut, mein Problem war, oder ist vielmehr, es hat weniger mit Gerüchen zu tun, als vielmehr mit Geräuschen, die aber damit in Verbindung zu bringen sind. Ich habe ein bisschen Problem mit, ich sag's jetzt auf gut Deutsch, Furzen. Also ich kann... Pupsen. Furzen. Pupsen, sagen wir es so. Furzen. Nein, es klingt doch netter, wenn wir was anderes ausdrücken. Na gut, wir wissen, was du meinst. Also mein Problem ist, ich habe das nicht unter Kontrolle, wann und wie ich da von mir Geräusche abgebe. Und somit dann auch Gerüche, ja. Mhm. Wobei die Gerüche natürlich variabel sind. Das hat dann ein bisschen was mit dem Essen zu tun. Das ist völlig klar. Das heißt, du bist ein Allerweltspupser. Überall, wo du auftauchst, kann das passieren. Es kann passieren und ich habe da überhaupt null Kontrolle drüber. Wie kommt das? Ja, das würde ich auch gerne wissen, weiß ich nicht. Das hat vor einem Dreivierteljahr ungefähr angefangen. Ich habe da jetzt auch irgendwie nicht ein Ereignis im Kopf, wo ich sagen könnte, das ist jetzt das Schlüsselerlebnis irgendwie gewesen. Ach so, das war vorher ganz normal. Du konntest das vorher so unterdrücken, wie alle Leute das unterdrücken können. Richtig. Und dann ging es erst los. Ja. Das heißt also, wenn du merkst, man spürt das ja, wenn sich da irgendetwas rumort in einem, kannst du nicht per Willen das wirklich bei dir behalten. Das geht nicht. Erstmal muss ich dazu sagen, es sind höchstens 20-30% der Fälle, wo ich überhaupt erst merke, wenn da, ich sag jetzt mal, einer hochkommt. Mhm. Aber ich kann es dann auch nicht kontrollieren, selbst wenn ich es merke. Aber es ist halt oft einfach so, dass ich mich dann auch selber erschrecke, richtig. Das musste ich doch schon in dieser Zeit, das ist ja noch nicht so sehr lange, doch schon in einige sehr peinliche Situationen gebracht haben, ja, oder? Ja, mit Sicherheit. Erzähl mal ein paar oder die eine oder andere. Also da gibt's mehrere. Ich bin ja nun auch berufstätig, ich bin Informatiker und bin auch in einer leitenden Position und musste öfter Präsentationen halten vor Geschäftskunden und so. Ist ja das Todesurteil für deinen Job eigentlich. Das ist sehr, sehr schwierig, ja. Also es gab wirklich die Situation, dass du eine Präsentation gemacht hast vor anderen Leuten und dann hast du es getan. Richtig, dann habe ich es getan. Ja. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an. Nein, es flutschte dann raus, sagen wir es so. Ja. Wie haben die anderen Leute darauf reagiert? Naja, das Problem ist ja, ich habe ja dann auch in der Präsentation war natürlich auch noch die perfekte Situation, aber ich habe gerade eine Folie aufgelegt und die gerade so wirken lassen wollen auf die anderen Leute und gerade in dieser Phase der Besinnung, also wo die sich auf die Folie konzentrieren sollten, ist das dann rausgekommen und ich stehe da vorne von den 15 Leuten. Super peinlich. Ja, super peinlich. Aber klar. Wie hast du reagiert und wie haben die reagiert? Oder ist man peinlich darüber hinweggegangen? Ich denke, den Leuten war das genauso peinlich. Ja, weil sie nicht wussten, wie sie reagieren sollten, weil ihre Chefs nun auch Geld dafür bezahlt haben, dass ich da vorne stehe und denen da was beibringe, quasi. Ja, es ist nicht witzig. Es klingt witzig, aber es ist nicht witzig. Es ist nicht witzig. Ich meine, dadurch könntest du ja über kurz oder lang sogar deinen Job verlieren. Richtig. Und das ist auch ein bisschen so die Angst, die ich habe momentan. Hast du eine Freundin? Ich habe auch eine Freundin, ja. Das heißt, in deren Anwesenheit passiert das auch? In deren Anwesenheit passiert es auch, ja. Wie geht die damit um? Die geht damit relativ gelassen um. Ich habe ihr das halt erzählt, wie es aussieht, dass ich das nicht unter Kontrolle habe und Das kann also durchaus auch beim Sex kann das auch passieren. Das ist auch schon beim Sex passiert, ja. Und das turnt sie dann nicht ab? Zumindest lässt sich sie nicht anmerken. Mhm, ja. Ja, also ich weiß es nicht, ob sie es abturnt. Ich muss ehrlich sagen, mich würde es abturnen, ja, wenn ich auf der anderen Seite wäre. Ja, mich auch. Absolut, ganz klar. Ja. Also, das klingt, wie gesagt, im ersten Moment witzig. Wenn man sich aber den Alltag und die Realität vorstellt, ist das sehr belastend. Ja. Das kann dir ja auch passieren, wenn du irgendwo in einem Geschäft stehst.
Wenn du im Geschäft ist ja noch das Harmloseste. Ich habe ja nun schon zwei krassere Beispiele gebracht eben. Mhm. Ja, klar. Im Berufsleben halt. Natürlich, und ja, auch ja, klar. Im Beziehungsleben. Das ist ja schlimmer als im Geschäft. Ja, ja, gut. Aber im Geschäft, die Leute sehe ich nie wieder, oder? Ja, aber auch dennoch kann einen das sind die kleinen Peinlichkeiten auch in Bedrängnis bringen. Also, ich glaube, Frank, warst du schon beim Arzt? Nein, ich war noch nicht beim Arzt. Warum nicht? Weil bei mir das peinlich ist. Ja, weil gut, ich diese Situation, die ich im Alltagsleben habe, nicht unbedingt noch heraufbeschwören will. Und deswegen rufe ich auch hier an, weil hier ist es anonym irgendwie. Ja, aber du beschwörst dir doch nicht rauf, wenn du zu einem Arzt gehst und ihm dieses Phänomen schilderst. Vielleicht ist es ja wirklich eine körperliche Ursache, dass mit deinem Darm, mit dem Schließmuskel, ich weiß nicht, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das wäre doch einfach mal ein Gespräch mit, wenn du, es gibt ja auch Fachärzte für Enddarmerkrankungen oder für einen Internisten, ich weiß nicht, und dich mit dem einfach mal unterhältst und mal sehen, was der für eine Idee hat. Vielleicht ist es auch eine psychische Ursache, ich weiß es nicht, aber ich würde erstmal das Körperliche abklären lassen. Es ist doch auffällig, dass das erst seit so kurzer Zeit da ist. Wenn du mir jetzt erzählt hättest, eigentlich habe ich das immer so, ich bin damit groß geworden, aber früher war das ja alles ganz normal bei dir. Na, stimmt. Sagst du, ne? Ja. Gut, und bei einem Arzt brauchst du dich ja nur wirklich nicht schämen, wenn du dem das erzählst. Also zum Arzt, geh zum Arzt, lass es abklären, lass dich untersuchen, was da los ist. Ja. Mein ganz klarer Tipp und meine Meinung, Frank. Gut. Ja, alles Gute. Darf ich noch jemanden grüßen hier? Ja, okay, aber schnell. Ja, wünsche ich Chrissy alles Gute und Fat Sheep, der ist so, hat ungefähr den Namen so wie meine Forze stinken. So. Und dann meine Leute, die ich noch so aus dem Internet kenne, okay? Alles klar, Frank. Du, tschüss. Danke dir. Tschüss. Birgit, 50 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Birgit. Ich lebe in einer Welt ohne Gerüche. Das heißt, du kannst nicht riechen? Ich kann nicht riechen. Ach. Das ist richtig, ja. Seit 7 Jahren nicht. Ich hatte einen schweren Unfall mit Schädelhirntrauma. Mhm. Und habe dadurch den Geruchssinn verloren. Das heißt, die Geruchsnerven sind durchtrennt. Mhm. Und durch die Vorredner stelle ich wieder einmal fest, wie wichtig es doch ist, das Gute und oder beziehungsweise das Schöne und das Schlechte voneinander unterscheiden zu können. Ja. Bedeutet das auch, dass du nichts schmecken kannst? Der Geschmackssinn ist etwas beeinträchtigt, aber das habe ich wieder trainiert. Mhm. Das ist jetzt 7 Jahre her. Am Anfang war das ziemlich extrem. Ja. Aber man konzentriert sich dann eben, ich sage einfach mal, wie jemand, der nicht hört, der konzentriert sich auf die Augen oder umgekehrt, konzentriert man sich darauf. Und das hat sich ziemlich wieder gegeben. Ich glaube, das ist ja auch noch ein großer Unterschied, wenn man, es gibt ja auch Menschen, die so geboren werden, dass sie nicht riechen können. Ja. Als wenn jemand so wie du das alles normal erlebt hast. Richtig. Was hast du am meisten vermisst, als du merktest, ich kann nicht mehr riechen? Das hat eigentlich eine ganze Zeit gedauert, bis dass man mir das auch gesagt hat. Ich bin zum Beispiel ein Parfümfreak gewesen. Mhm. Hatte endlose Flakons da, vom guten Duschgel und so weiter. Und vermissen, also tue ich jetzt nicht nur diesen Parfümgeruch, sondern es geht da auch darum, dass man einfach den Menschen, den man liebt, nicht mehr riechen kann, die Haut nicht mehr riechen kann. Ja. Alles, was damit zusammenhängt, also es ist ein ganz, ganz großer Verlust an Lebensqualität. Das glaube ich. Auch beim Kochen zum Beispiel. Ne? Genau. Beim Essen. Genau. Auch ein Essen riecht ja manchmal schon wunderbar, bevor man anfängt zu essen. Ja. Geschweige denn im Frühling eine Wiese. Blumen. Oder Blumen überhaupt. Ja. Vielerlei Gerüche in der Natur. Ja. Ja, das glaube ich auch. Dass das ein großes Manko ist und einen großen Verlust darstellt. Ja. Kannst du dich noch an Gerüche erinnern? Mich an Gerüche erinnern. Ich benutze auch nach wie vor die beiden Parfüms beispielsweise, die ich vorher benutzt habe. Mhm. Ich habe auch schon mal das ein oder andere genommen. Dann habe ich meinen Mann halt gefragt, wie riecht das? Mhm. Aber es ist verdeckt schwer, einem Menschen einen Geruch zu erklären. Mhm. Das ist fast nicht möglich, ich weiß. Es ist einfach nicht möglich. Mhm. Ja, wie soll ich das erklären? Mhm. Oder aber anfangs hat er sich auch nicht getraut zu sagen, das riecht aber gut oder das stinkt, wo man mal lang gegangen ist. Und ich habe ihn dann gebeten, mir das zu versuchen zu erklären. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gut gekocht habe, dann sagt er, das duftet. Mhm. Ja, wonach riecht das denn? Was habe ich denn gekocht? Das ist auch dieses Misstrauen auch da. Ist nicht auch so eine Unsicherheit, was deinen eigenen Körper anbelangt? Oh ja, dass du gar nicht weißt, wann transpiriere ich oder wann habe ich irgendeinen Körpergeruch, den Das war am Anfang ganz, ganz stark. Also ich weiß nicht, wie oft ich geduscht habe. Das hat sich aber mittlerweile gegeben, weil ich weiß, dass das vorher nicht der Fall war. Und durch die kontinuierliche Pflege ist also dieser Gedanke jetzt bei mir nicht mehr da. Mhm. Allerdings, es ist auch eine,
Unsicherheit, was es angeht, brennt irgendetwas, habe ich da den Backofen ausgemacht, also um jetzt nochmal aufs Kochen zurückzukommen, habe ich die Kerze ausgeblasen, habe ich die Kaffeemaschine ausgemacht. Man nimmt einfach nichts mehr wahr. Und das kann eigentlich ein Mensch, der das nicht erlebt oder der nicht in der Situation steckt, überhaupt gar nicht nachvollziehen. Nee, ich versuche gerade, mich so in den paar Minuten, während wir reden, da so rein zu versetzen. Und je mehr Beispiele du nennst, desto plastischer wird mir das. Dass man wahrscheinlich auch die erste Zeit, mittlerweile hast du dich auch schon eingefunden in dieser nicht riechenden Welt. Richtig. Aber die erste Zeit wahrscheinlich sehr unsicher ist. Die war ganz schlimm. Ja, glaube ich. Die war ganz schlimm. Und deshalb möchte ich eben nur sagen, auch wenn es unangenehme Gerüche sind, jeder Mensch sollte froh sein, dass er die noch wahrnehmen kann. Ja. Denn er nimmt ja auch schöne Gerüche wahr. Ich liebe zum Beispiel die See wahnsinnig. Ich bin mit meinem Mann zum ersten Mal auf der Insel Borkum gewesen. Alle erzählen, ach, die frische Seeluft und der Salzgehalt. Ich nehme das alles nicht mehr wahr. Ich muss es mir erklären lassen. Und das ist schlimm. Es gibt überhaupt keine Aussicht, dass sich das wieder irgendwann regeneriert. Nein. Die sind durchtrennt. Ich hatte mich also mal erkundigt. Es gibt 1% der Bevölkerung, die an dieser Anosmie, so nennt man den Verlust des Geruchssinns, leidet. Wenn das durch irgendwelche Infektionskrankheiten, Erkältungen und so weiter, dann besteht die Möglichkeit, dass das nochmal wiederkommt. Aber die sind definitiv durchtrennt. Ja. Und ich bin auch bei Spezialisten gewesen, HNO-Ärzten und so weiter. Da besteht keine Möglichkeit mehr. Schade, sehr schade. Ja. Eine Frage noch, du hast gerade gesagt, dass du das Parfüm weiter benutzt, was du früher benutzt hast. Warum eigentlich, wenn du das selbst gar nicht wahrnimmst? Ich habe dich jetzt nicht richtig verstanden. Du hast das gerade gesagt, dass du das Parfüm von früher noch benutzt. Das brauche ich einfach für mich. Für dich. Für mich und ich weiß halt, dass das früher auch gut bei anderen angekommen ist. Ja. Da werde ich auch von meinem Mann bestätigt. Und genauso gut wie mit frischen Blumen, dass man mir schon mal gesagt hat, Mensch, kauf dir doch künstliche Blumen, du riechst dir doch sowieso nicht. Ja. Ich habe aber ganz stark im Hinterkopf noch diesen Geruch da und weiß, dass ich den geliebt habe. Und aus dem Grunde mache ich das weiterhin. Ja, kann ich gut verstehen. Ich weiß nicht, ob du von Patrick Süskind das Parfüm kennst. Ja, das habe ich auch gelesen, das Buch. Ja, das ist ja nur, da geht es ja nur wirklich um einen Menschen, der einen genialen Geruchssinn hat. Ne? Ja. Es ist schon interessant, welche Welt da geschildert wird, die man sich erschließt nur durch das Riechen. Ne? Das stimmt. Ja. Und das ist mir doch zum großen Teil verschlossen halt. Ja. Aber gut, ich sage mir einfach mal, durch diesen Unfall, es wäre schlimmer gewesen, wenn ich jetzt den kompletten Geschmackssinn verloren hätte oder das Gehör oder das Augenlicht, also, hätte alles passieren können. Man kann sich so dann immer doch darüber hinwegtrösten. Ja, das ist wirklich so. Ich danke sehr für deinen Anruf. Danke auch, Domian. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Kerstin, 27 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Kerstin. Auch eine Geruchsfrau? Ja. Erzähl mal. Ich bin Geruchsfanatiker sozusagen. Aha. Also ich würde am liebsten Gerüche sammeln, wenn es ginge. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, sprich natürlich Parfums oder so. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsgeruch? Das kann man eigentlich gar nicht so sagen, weil ich so viele verschiedene habe. Also es kommt auch ganz drauf an. Es ist nicht nur Parfum, es sind auch Menschen, Umgebungen oder ich verbinde das dann immer mit Ereignissen und Orten oder auch Gefühlen. Sowohl positiv als auch negativ. Sowohl positive Gerüche als auch negative Gerüche. Mir geht das so bei Gerüchen, dass wenn ich einen bestimmten Geruch wahrnehme, dieser Geruch mich erinnern kann, vielleicht an ein Ereignis von vor 20 Jahren. Genau. So wie man das mit Musik manchmal auch hat. Man hört eine Musik und dann läuft so ein Film ab, was man früher erlebt hat. So geht es mir bei Gerüchen. Geht es dir da genauso? Richtig, genau das meine ich. Ja. Also ich habe das auch vorhin schon gesagt, ich mache so eine Geruchssafari. Ich sammle auch Parfums, unter anderem auch von Menschen, sag ich mal, die mir sehr viel bedeuten. Und ich frage dann auch mal, was benutzt du? Also das hört sich vielleicht blöd an, aber wenn ich dann diese Menschen lange nicht gesehen habe, ich sag jetzt mal, ich habe eine lange Zeit in Amerika gelebt und die Leute sehe ich halt nicht mehr so oft. Und ich habe jetzt immer noch seit 5 Jahren zu Hause eine Waschlotion, die damals eine Freundin von mir benutzt hat. Die hebe ich mir auf, da rieche ich ab und zu dran und erinnere mich dann an diese Zeiten. Das ist wie eine, sag ich jetzt mal, wie ein geruchliches Bilderbuch, in dem man blättern kann. Aber wenn du so sensibel in Sachen Gerüchen bist, dann bist du doch wahrscheinlich auch sehr anfällig für schlechte Gerüche. Und die fallen dir sehr auf und schnell auf. Ja, das ist schon richtig. Also selbst, sag ich jetzt mal, ich war vor kurzem sehr lange im Krankenhaus. Und sag ich jetzt mal, der typische Krankenhausgeruch ist ja nicht unbedingt der angenehmste. Nur ich habe jetzt zum Beispiel mit diesem Desinfektionsmittel, das jeden Tag bei mir benutzt wurde, sprich durch den Verbandswechsel, das bleibt einem irgendwo auch stecken im Gehirn oder im Kopf oder wo auch immer.
Und das habe ich jetzt zu Hause. Das, wenn ich daran rieche, erinnere ich mich sowohl an die negativen als auch an die positiven Ereignisse dort. Ja. Es war eine sehr emotionale Zeit. Es war eine sehr große Veränderung in meinem Leben. Und es war, es gab einen bestimmten Arzt, der mir sehr, sehr geholfen hat. Mhm. Und den verbringe ich, mit dem bringe ich halt diesen Geruch in Verbindung. Also ich mag schon. Eine wirkliche Geruchsfetischistin, ne? Kann man fast schon sagen. Ja. Welchen Geruch magst du an dir, an deiner Person am liebsten? Das ist vielleicht eine intime Frage, wenn du es nicht beantworten möchtest. Nein, das ist kein Problem. Also das kann man auch schwer beschreiben, wie die Vorgängerin auch schon gesagt hat. Den Geruch, wenn du frisch gewaschen bist, also nicht unbedingt den der Seife oder irgendwas, was benutzt, sondern diesen sauberen Geruch, den mag ich eigentlich am liebsten. So, wenn du deinen eigenen Schweiß riechst, ist das für dich ein neutrales Gefühl, weil es zu dir gehört, oder ist es für dich auch ein unangenehmes Gefühl? Oder ist es gar auch ein angenehmes Gefühl? Es ist sehr wohl angenehm, solange es sich nicht irgendwie um alten Schweiß handelt. Mhm. Ich sag jetzt mal, wenn man frisch geduscht ins Fitnessstudio geht, dann schwitzt man und dann riecht man auch. Mhm. Und es ist auch nicht unbedingt ein unangenehmer Geruch, wenn ich das an anderen Leuten wahrnehme. Also ich habe Kampfsport gemacht 4 Jahre lang und da ist man nun mal Körperkontakt und wenn man das über eine Stunde, zwei macht, dann schwitzt man auch schon mal mehr. Und ich habe heute noch den Geruch von meinem Trainer in der Nase. Ah ja. aber es war nur dein Trainer. Ja, natürlich. Ja, aber wenn man Full Body Contact dann auf dem Boden rumwälzt. Ja, natürlich, dann ist es schon dann sehr, sehr nah. Ja. Womit wir bei einem anderen interessanten Thema wären, nämlich Gerüche und Erotik. Kannst du da irgendwie sagen, welche Gerüche dich sehr erotisieren? Ja, ich sag mal die körpereigenen. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn jetzt irgendwie ich einen Mann kennenlerne, der nur nach, was weiß ich, Davidoff richtet oder so. Ja. Das mag ich überhaupt nicht. Also frische Männerschweiß bist du für zu haben? Ja, natürlich. Also solange das nicht irgendwie nach 3 Tage alten Schweiß riecht, geht es danach schon. Mhm. Also ich mag es halt auch nicht, wenn das irgendwie überdeckt wird oder so. Und ich finde auch, es gibt ja diese sogenannten Pheromone, die man auch kaufen kann. Ich meine, ich habe jetzt die Wirkung noch nicht benutzt, aber ich glaube da auch schon dran. Ja, also man sagt ja, dass der Schweißgeruch, also unter den Armen bei Männern die Frauen antören, ne? Ja, ja. Dass die Mädels da schnüffeln und irgendwas sich sexuell regt, ne? Ja, na gut, schnüffeln tue ich nicht, aber man nimmt das ja doch schon wahr. Gibt es einen Geruch im Bereich Sexualität, Erotik, wo bei dir alles aus ist, wo du sagst, nee, ich kann nicht, das ist mir einfach zuwider? Ja, natürlich ungewaschen. Also wenn ich dann merke, das ist schon, sag ich mal, länger nicht mehr in der Dusche gewesen, das ist dann schon eklig. Wir hatten ja gerade die Sieglinde hier auf dem Sender, die von ihrem Mann erzählte, der so schrecklichen Mundgeruch hat. Wie gehst du mit Mundgeruch um, wenn Menschen Mundgeruch haben? Ja, ich habe auch so ein Exemplar. Also nicht mein Freund, sondern es ist ein Freund, ein sehr naher Freund. Mhm. Und mit dem verbringe ich auch sehr viel Zeit und auch sehr nahe Zeit, wo ich dann ab und zu schon mal gedacht habe, jetzt müsstest du es ihm eigentlich sagen, aber es ist immer noch so ein bisschen so eine Hemmschwelle, weil dann das ist es ihm peinlich, dann ist es mir peinlich und... Also Kline, ich will dir mal erzählen, ich habe mir auferlegt, Kerstin, ich hab mir auferlegt, meinem näheren Umfeld, Freunden oder auch guten Bekannten, das zu sagen, wenn sie starken Mundgeruch haben. Mhm. Und habe die Erfahrung gemacht, dass alle zu mir sagten, Mensch, ist es wirklich wahr? Ja. Es ist ja schrecklich. Wie gut, dass du es mir sagst. Mhm. Und ich wiederum wäre auch sehr froh, wenn mir das jemand sagt, weil man das manchmal selbst ja gar nicht mitbekommt. Ja. Nur dann kann man es ja auch regulieren. Also es ist mir auch im ersten Moment immer ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber die Reaktion ist immer positiv. Es hat noch nie jemand irgendwie beleidigt reagiert, sondern die waren immer alle erschrocken und haben dann gesagt, ja, da muss irgendwas geschehen. Was kann man machen? Was soll ich tun? Ja, ich habe es auch schon mal fertig gebracht, nachdem ich dann einigermaßen stockend gesagt habe, du hör mal, ich müsste dir da mal was sagen und du wolltest nicht mal zum Zahnarzt oder so. Und da kam dann halt auch nicht viel zurück, war wohl eher ein bisschen konsterniert und gut, ich habe es dann auch sein lassen. Es ist auch gar nicht unbedingt immer mit einem Zahnarztbesuch verbunden, muss es sein, sondern mit einfacher guter Zahnhygiene. Ne? Ja, bei ihm war es doch schon... Ah ja, es war schon schlimm, es faulte schon. Ja. Also... Die Kerstin, eine Frau mit feiner Nase. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie bei einer Vorgängerin von mir, dass ich nichts mehr riechen könnte. Also schlimm, ne? Lieber nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Also ich bin da sehr sinnesbezogener Mensch. So krass würdest du sagen? Ja. Lieber nicht mehr sehen oder sogar hören, als auf den Geruchssinn verzichten? Ja, also wie gesagt, ich bin da wirklich sehr sinnesbezogen, was Nase angeht. Mhm. Und ich meine, ich habe zwar vielleicht nicht so eine feine Nase wie mancher Parfümerist oder so, aber... Das rieche ich doch schon mehr als manche von meinen Freunden rundum. Das sind übrigens, glaube ich, auch ziemlich geniale Leute, die in diesen Parfümfirmen arbeiten, Fabriken arbeiten und diese Mixturen zusammenstellen. Also die beneide ich glühend. Irre ist das. Verrätst du mir zum Schluss noch dein Lieblingsparfüm?
Habe ich mehrere eigentlich. Sag eins. Also ich habe eigentlich auch eines, das ich sehr, sehr gern mag, das ist Hugo Boss. Also ich mag eigentlich Männerparfums lieber als Frauenparfums. Ja. Was hältst du denn von Fahrenheit? Ja, auch nicht schlecht. Ja. Und von Anteus von Chanel? Kenne ich nicht. Kannst aber Chanel nicht. An sich habe ich bis jetzt noch nicht so das Wahre gefunden. Das sind meine beiden Lieblingsparfüms. Ja, wirklich? Ja, und es gab früher eins, das gibt es leider nicht mehr im Handel, das hieß Francesco Smalto. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Nee, das kenne ich nicht. Nee, also ich bin ja bei meinen Parfümerien rundum schon bekannt, weil ich immer irgendwelche Pröbchen ergattern will. Ich komme dann irgendwie mit Ausreden und so. Und ach, mein Mann möchte das mal probieren, obwohl ich ein Single bin. Ja. Aber die kennen mich mittlerweile schon. Ja. Kerstin, alles Gute und gut. Nee, da gibt es gar kein Wort für, ne? Gut Nase oder gut Ruch oder gut, naja, riech schön weiter. Ja, dir auch alles gut. Dankeschön. Und Dankeschön, dass du so eine tolle Sendung hast. Vielen Dank. Jo. Tschüss. Tschüss. Jürgen, 44 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Jürgen. Hi Domian. Hallo Namensvetter. Ja, so sieht's aus. Hör mal, Chanel. Ja. Anteus. Ja. Ein tolles Herrenparfüm. Ja, findest du auch, ne? Ja, allerdings für den Abend ist das okay, aber wir kommen jetzt auf die Gerüche. Ja. Und ich habe jetzt so leise wie möglich meinen Fernseher gestellt, damit es keine Rückkopplung gibt. Sehr aufmerksam von dir. Es geht ja um die Gerüche. So. Ich war jetzt mal 17 Tage in Brasilien. Schön. Und habe festgestellt, dass, okay, die schwitzen weniger wie wir, weil die Temperatur ja eine andere ist als hier, selbst im Winter und im Sommer. Und die Leute sind an die hohen Temperaturen gewohnt. Die haben ich war jetzt gerade da, 36 Grad bis 40 Grad im Schatten. Hochsommer, ja. Und dann bei 25 Grad im Winter zieht sich der Brasilianer ein Pullover an. Ja. Das ist dem schon sehr, sehr kalt. Aber ich habe dann festgestellt, wir haben, wie es so kommen musste, ein paar Kontakte gehabt. Also ich habe nur einen festen Kontakt gehabt. Mhm. Und was heißt Kontakte? Erotische Kontakte? Oder? Erotische Kontakte, weibliche Kontakte. Ja. Sagen wir es gleich klar raus. Obwohl ich jetzt das noch einstreuen muss, egal in welcher Situation du dich befindest, ich finde das, was du tust und was du machst, das verdient Respekt. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Aber jetzt zu deinem erotischen Kontakt in Brasilien. Ich habe noch einen Satz, ich gucke deine Sendung jetzt, seitdem sie es gibt und Weltklasse. Sensationell, es macht Spaß, abends die Sendung zu gucken. Wenn man noch Zeit hat und weiß, man muss nicht morgens ganz so früh aufstehen, dann... das ist natürlich sonst viel zu spät. So, also. Ich habe dann diesen Kontakt gehabt mit meiner Brieffreundin unten in Brasilien und ich stelle fest, die schwitzt nicht. Mhm. Und ich öle wie ein Panzer und die schwitzt nicht. Die überhaupt gar nicht? Nein, null. Ach. Nichts. Weißt du, es gibt... Also ich war ja auch schon in Brasilien, das hab ich nicht so mitbekommen, dass die Leute überhaupt nicht schwitzen. Ich war nicht in Rio oder Sao Paulo, da sind wir zwar gelandet und durchgeflogen und haben mal geguckt. Ich war in etwas der Region Vitoria, die ist zwar auch Südosten, ungefähr 800 Kilometer von Rio nördlich, aber gilt bei denen, du weißt ja, Brasilien ist so groß wie Europa. Ja. Ein Katzensprung. Und da stelle ich fest, die schwitzt nicht. Das bedeutete dann ja auch, Jürgen, dass sie auch keinerlei Körpergeruch hatte wahrscheinlich. Null. 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 Hat dir das gefallen? Sekunde. Der Körpergeruch kam später. Mhm. Als wir dann uns näher gekommen sind, man geht in die erotischen Zonen der Frau rein, hinterm Ohr, im Ohr, Achsel, Kniekehlen, Füße. Mhm. Und die schwitzt nicht. Die schwitzt nicht. Als wir dann uns näher gekommen sind und wir Körperkontakt hatten in einer Art und Weise, die ja mal irgendwann mal dazugehört, da sagt sie, wieso bin ich denn so nass? Nee, ich sag, da bist nicht du, da bin ich. Ich sag mal, wieso schwitzt du nicht? Und dann ihr Schwager, also sie hat also sie hat 5 Schwestern, alle sind mit Europäern verheiratet. Ja. Aber auch nur deshalb, weil sie sagen, wir mögen unsere Brasilianer nicht, weil sie faul sind und träge. Wir wollen Europäer haben. Mhm. Und sie ist die Letzte des Gliedes, vom Alter her. Mhm. Und somit hat mich dann der Werner dahin eingeladen. Ja. War das denn für sie unangenehm, so deinen Schweiß zu spüren und auch demzufolge zu riechen?
Im Gegenteil. Das hat ihr gefallen? Mhm. Im Gegenteil. Du hast du gerade gesagt, der Geruch von ihr, der Körpergeruch, kam dann doch irgendwann. Ja, und zwar, ich muss so sagen, wie es ist, weil mir es ja genauso geht. Wenn wir Europäer oder auch die Brasilianer Fisch essen, mhm. hat unser Urin am nächsten Tag einen leichten Fischgeruch. Mhm. Der stabilisiert sich sowohl bei uns im Glied, wenn wir einfach mal Pipi machen müssen, mhm. oder auch bei den Mädels. Mhm. Mhm. So, aber dieser Geruch ist anders. Ich bin jetzt ein paar Jahre alt, habe ein paar Erfahrungen gemacht, mhm. als bei uns oder bei den europäischen Frauen, mhm. wenn sie das dann gegessen haben. Es ist dann ein bisschen, ich will nicht sagen penetrant, aber nicht aufdringlich, aber er ist halt da. Das ist dann zu und, merken. Und wir waren hier in einer Stadt am Strand. Ja. Da wird ja viel Fisch gegessen, Krebse etc. und so weiter. Und dieser Geruch war nicht unangenehm. Mhm. Aber du hast ihn wahrgenommen. Das war dann schon wahrnehmbar, im Gegensatz zu den anderen Dingen, die du nicht wahrnehmen konntest. Er war wahrnehmbar, aber er war angenehm in der Situation, dass er nicht penetrant war. Verstehe. Das passte irgendwie. Das ist ja doch eine interessante Erfahrung, die ich auch noch nie so gemacht in meinem Leben, mit einem Menschen zusammenzukommen, der überhaupt nicht riecht und zudem auch überhaupt nicht schwitzt. Weißt du, ich hab viele Situationen gehabt, wo, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, wo man sagt, nee, komm, geh mal duschen, mhm. oder wasch dich mal. Mhm. Aber der Geruch war nicht unangenehm, mhm. weil es von der Optik passte, weil es von der Situation her passte und es war in Portugal wird man sagen oder in Brasilien, es war Boom, war gut. Es war gut. Es war okay. Lieber Jürgen, ich danke dir, dass du angerufen hast und gerne, uns diese kleine Geschichte erzählt hast aus Brasilien. Gern geschehen. Und wünsche alles Gute von Herzen dir. Und ich wünsche dir und deinem Team toi 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 wieder für dieses Jahr. Ihr habt mit Dankeschön. Sicherheit wieder super Einschlagquoten. Wir hoffen das. Dankeschön, Jürgen. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Nicole, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Nicole. Hallo. Hallo, Nicole. Jetzt haben wir uns. Genau. Und wir reden über Gerüche. Genau. Warum hast du angerufen? Und zwar geht es um meinen Freund. Mhm. Der hat Stinkefüße, also Käsefüße. Mhm. Sehr unangenehm. Ja, auch schon peinlich. Ich bin zwar schon lange mit ihm zusammen. Wie lange? Nur ungefähr 4 Jahre. Ja, also kennst du das Phänomen schon ganz gut? Ja. War das von Anfang an so oder hat er sich einfach vernachlässigt? Nein, das war von Anfang an schon so. Liegt es daran, dass er einfach zu wenig sich die Füße wäscht oder nicht gut genug Nein, wäscht? Nein, im Gegenteil. Also er wäscht sich ja die Füße, er zieht sich öfters am Tag frische Socken an. Mhm. Ja, er schläft sogar nachts mit Socken. Ach so, dann ist es wirklich eine körperliche Veranlagung. Ja, aber es ist wirklich sehr schlimm. Er schläft mit Socken? Ja. Weil auch wenn er, nehmen wir mal an, er hat gerade frisch geduscht und gebadet. Ja. Und geht dann mit diesen gebadeten Füßen ins Bett. Dann fangen sie trotzdem an zu riechen? Ja. Oh, das ist natürlich nicht schön. Ja, mhm. Also wir haben schon alles ausprobiert. Also diese Deos, was es da gibt, mhm. Puder, mhm. Fußbäder mit mhm. Lavendel und alles Mögliche. Mhm. Also das geht nicht weg. Und die ganze Wohnung, die riecht irgendwie nach Käsemauken. Ja. Also mir selber fällt das auf, ihn nicht mehr so. Ja, aber er ist dran gewohnt an den Geruch. Ja, wirklich. Wohnt ihr zusammen auch? Ja. Ihr wohnt zusammen. Das heißt aber, du bist ja auch dann ständig konfrontiert mit diesem Geruch. Ja. Ist es dir ekelhaft? Ja, es ist schon ziemlich extrem. Mhm. Ihr habt gemeinsam ein Bett, vermute ich mal. Ja. Und da schläft er mit seinen Strümpfen, mit seinen Socken. Ja. Die Socken werden aber den Geruch auch nicht gänzlich unterdrücken können. Nein. Das heißt, du schläfst in einem Bett mit einem Mann, unter Umständen mit einer Zudecke, in dem es so stinkt. Genau. Wie ist das für dich? Ist das für dich, bringt dich das auch auf Distanz zu deinem Freund? Ja, auch ein bisschen. Also ich versuche ihn das nicht so zu zeigen, weil ich will ihn ja auch nicht wehtun. Nur ich habe mir auch schon öfters überlegt, ihn deshalb zu verlassen. Deshalb? Weil wenn wir irgendwo zu Besuch sind und übernachten da, so, dann zieht er seine Schuhe aus, mhm. stellt die sofort irgendwie nach draußen, sodass mhm. er nicht entweder auf dem Balkon oder vor die Haustür, mhm. weil es ist egal, ob es jetzt Turnschuhe sind, Lederschuhe. Normalerweise sagt man ja, in Lederschuhe kriegt man keine Käsefüße. Das ist nicht so schlimm, ja, wie in Turnschuhen. Ja, mhm. aber es ist egal, in was für Schuhe. Es ist mhm. egal, ob mit diese Sandalen
Egal. Selbst Sandalen, wo es gut belüftet ist alles. Ja, auch wenn sie vorne offen sind. Ja. Ja. Es ist, oder ob Winter, Sommer, es ist egal, es ist immer da. Das heißt, wenn ihr irgendwo zu Besuch seid, ist das dann auch immer eine peinliche Nummer letztendlich. Ja, natürlich. Mhm. Ist das für dich auch sexuell abturnend? Ja, auch. Mhm. Stelle ich mir sehr unangenehm vor. Wenn ich da mit jemandem zusammen bin und in einer sexuellen Aktion und mir weht immer so von unten dieser Gestank hoch, finde ich genauso unangenehm wie starken Mundgeruch. Ja, also es ist wirklich schlimm. Also auch so, wir haben auch gar nicht mehr so oft Sex, weil wenn dann nur, wenn er direkt aus der Dusche kommt, wo das noch nicht so extrem ist. Mhm. Ja, und wie soll ich sagen, also es hat sich eigentlich alles so verändert. Mhm. Vorher, wo ich noch nicht mit ihm zusammen gewesen bin, da war mein Leben irgendwie anders, ganz ehrlich. Inwiefern anders? Ja, weiß ich nicht. Ich bin zu vielen anderen Leuten hingegangen und so. Und jetzt bin ich die meiste Zeit zu Hause, weil wir gehen so über fast nirgendwo mehr hin. Aber das hat doch mit den Füßen nichts zu tun. Doch, natürlich, weil die meisten zieht man, also bei uns in der Bekanntschaft oder Verwandtschaft, zieht man sich die Schuhe aus. Ach so. Ja, und dann fängt das natürlich schon an. Ach so, also so Privatbesuche macht ihr nicht mehr, aber ihr könntet ja in Restaurants gehen oder Diskotheken und Kneipen, dann musst du ja die Schuhe nicht ausziehen. Ja. Das schon. Könnte man auch. Und das ist jetzt so stark, dass du überlegst, eventuell sogar ihn zu verlassen, deshalb Schluss zu machen. Weil, hast du ihm das auch schon mal so offen gesagt? Ja, so hintenrum schon so. Und das Problem ist so, er will ja auch nicht nach einem Arzt hingehen. Also Das ist übrigens die nächste Überlegung auch. Ich habe das schon einige Male gehört, dass Leute so etwas haben. Ich weiß nicht, ob man medizinisch dagegen etwas tun kann. Ob man diese Schweißdrüsen vielleicht irgendwie weglasern kann. Oder ich weiß es nicht. Irgendwie abtöten kann. Aber er war auch noch nie beim Arzt. Nein, aber ich habe schon mal nachgefragt und ich habe dann auch so eine Lösung mitgekriegt, was man sich auf die Füße drauf tut. Mhm. Ja, aber das hat auch nicht geholfen. Aber er hat das gemacht wenigstens. Ja, natürlich. Mhm. Er macht ja eigentlich so alles, aber es geht einfach nie weg. Mhm. Warst du bei einem Hautarzt? Nein, ich war bei meinem Hausarzt und habe so nachgefragt. Ja. Und dann hat er mir, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, auf jeden Fall waren dann so Tropfen, die tut man dann auch unter die Füße und zwischen die Zehen. Mhm. Mhm. So, und das sollte eigentlich den Geruch dann wegmachen, aber hat nicht geholfen. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, wenn hier ich irgendetwas nicht weiß oder ein Anrufer etwas nicht weiß, muss ich hier nur in die Kamera gucken oder in das Mikrofon sprechen und spätestens ein paar Tage später kommt die Antwort von irgendjemandem von euch. Hm. Weiß jemand, ich frage jetzt mal die Zuschauer, die Zuhörer, weiß irgendjemand von euch, ob man bei extrem schlimmen Schweißfüßen, ob man medizinisch etwas machen kann, dass man diese Drüsen, die diesen üblen Schweißgeruch fabrizieren, ob man die irgendwie neutralisieren kann, abtöten kann? Frage ich euch, faxt mir bitte, wenn ihr da irgendwie Bescheid wisst, ich würde das Fax dann hier auch verlesen, weil es bestimmt sehr viele Leute betrifft. Ich sage die Faxnummer nochmal 0800 5678 110. So, Nicole. Ja. Wenn du ihm das so sagen wirst, irgendwann, ich verlasse dich, ich möchte dich, ich werde dich verlassen, weil du so Stinkgefühle hast, wie wird er darauf reagieren? Ja, wie soll ich sagen, so in letzter Zeit, wenn ich ihm schon so irgendwas gesagt habe, dann hat er irgendwie so getan, als wäre ihm das egal. Mhm. Weil er schämt sich ja auch dafür. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass man könnte auch so sagen, also wenn ich einen Menschen liebe, dann nehme ich den an mit allem, was zu ihm gehört, eben auch mit solchen Sachen. Hast du denn vielleicht den Eindruck, dass er auch nicht, Stichwort Arztbesuch jetzt, dass er nicht genug dagegen tut und dich somit nicht ernst genug nimmt? Also das bin ja nicht nur ich, die was ihnen das sagt. Also das sind seine Cousins, das sind seine besten Freunde, die ihnen da schon irgendwie sagen. Also die sprechen auch direkter mit ihm als ich. Mhm. Nur er macht ja auch alles, nur es hilft eben nichts. Mhm. Und ich schätze mal, dass er im Inneren selber schon irgendwie verzweifelt ist und das einfach nicht nach außen hin gibt. Und was sagst du zum Stichwort? Also wenn ich jemanden liebe, muss ich ihn auch mit allem akzeptieren, was ihn ausmacht? Ja, normalerweise schon, aber manchen Dingen geht es zu weit. Wenn man schon fast so weit ist, dass man sich vor seinem eigenen Freund bzw. Partner ekelt, es ist wirklich schon fast so weit, also dann muss irgendwann ein Ende sein. Ja. Entweder es muss medizinisch geholfen werden, also dass das weggeht, ansonsten sehe ich dafür für uns überhaupt keine Hoffnung mehr. Will und kann ich nicht gegenreden, weil ich, glaube ich, ganz genauso reagieren würde und handeln würde wie du.
Also, Nicole, wenn wir kluge Ratschläge kriegen von Zuschauern, von Zuhörern, werde ich die morgen oder am Montag, nächste Woche Montagnacht, verlesen hier in der Sendung. Ja, ich gucke sowieso jeden Tag deine Sendung. Dann, dann kriegst du es auch mit und vielleicht hilft es euch auch noch weiter. Ja, gut. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Andrea, 38 Jahre, auch zum Thema Gerüche. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Andrea. Ja, ja, kann ich noch mal eben ganz kurz zu Nicole was Klar. sagen? Also ich denke mal, jemanden auch riechen zu können, das hat auch was mit Liebe und Nicht-Liebe zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, wenn man einen Menschen liebt, nimmt man bestimmte Gerüche, ja, man nimmt die nicht so wahr. Mhm. Man liebt diesen Menschen, aber man nimmt diese extremen Gerüche nicht wahr. Und wenn diese Beziehung oder wenn eine Beziehung negativ wird, ja, dann riecht man auch den Partner extremer und eben auch das kann sehr schon sein, viel ja. negativer. Ja, das kann sein. Das ja. Kann, ja. Aber zu deiner Motivation anzurufen, hier heute Nacht, leg los. Ja, es ist gar nicht mal so einfach. Ich habe das gerade schon mal in der Redaktion erwähnt. Ich habe ein Wahnsinns Geruchsempfinden, dass das schon also wirklich extrem ja positiv wie negativ ist. Das heißt also, ich habe gesagt, dass ich, wenn ich halt also du kannst mich quasi im Moment schon riechen. So entwickelt ist das. So übers Fernsehen fast schon. Bitte? Du kannst mich fast übers Fernsehen jetzt riechen. Nein, nicht ganz so extrem. Ich habe jetzt meinen Fernseher ausgestellt. Ach so, na gut, übers Radio. Aber meine Situation ist eben so, wenn ich also außer Haus bin, ich wohne mit meinen beiden Kindern alleine und meine Tochter bekommt Besuch. Und ich nehme sofort wahr, ob eine fremde Person hier im Haus war, in der Wohnung war oder nicht. Wenn es eine bekannte Person war, kann ich halt auch sagen, hört sich ziemlich extrem an, wer es war, wer hier war. Und das riechst du nicht an den Zigaretten, am Nein, Parfüm, sondern wirklich Nein, nur am Körper? Nur an dem Körper. Das ist also ganz extrem. Das ist auch manchmal sehr unangenehm, wenn ich an der Kasse stehe, je nachdem, wer vor mir steht. Also ich distanziere mich auch bewusst. Mhm. Ich habe gerade schon mal erwähnt, dass es vielleicht auch mit einer Situation zu tun hatte, die in der Vergangenheit passiert ist, das heißt sexueller Missbrauch und Vergewaltigung. Mhm. Und es ist halt auch in einer dunklen Räumlichkeit passiert. Ich will da nicht ins Detail gehen, aber eben diese Umgebung, die Dunkelheit und das Wahrnehmen der Umgebung, das war halt ein Bunker und es roch nach verbranntem Material. Mhm. Und ich bin vor 2 Jahren hier in diese Wohnung eingezogen und da ist ein Kamin und das sind also ganz extreme Erinnerungen. Und da kam alles wieder hoch, nachdem das gerochen hast. Ja, ich habe das verarbeitet zwar, aber es erinnert, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, sofort an Situationen, an Menschen. Und das ist dann hast sofort du denn, da. Andrea, hast du denn diesen feinen, diesen sehr feinen Geruchssinn schon von Jugend auf gehabt und auch so wahrgenommen an dir? Ja, also es ist so, dass mich tatsächlich auch Freunde und Bekannte darauf aufmerksam machen, dass ich also sehr offensichtlich auch an vielen oder an den meisten Dingen rieche. Ja, das ist also mir schon unbewusst. Andrea, das geht mir ganz genauso. Tatsächlich. Wenn ich was esse oder mir was zu essen gekauft habe. Die Wurst. Das ich rieche immer zuerst, ich rieche immer erst, bevor ich das esse. Ja, das ist also ganz extrem. Das sieht manchmal ein bisschen blöd aus, wenn man beobachtet wird, aber das ist so drin in mir, dass ich das auch so mache. Vielleicht liegt es auch an der Art des Menschen, wirklich sensibel für die Umgebung zu sein und sensibel für Eindrücke zu sein. Ich bin auch Malerin und ich denke mal, aus dem künstlerischen Bereich heraus muss man empfindsam sein. Vielleicht, aber es gibt sicher auch viele kreative Menschen, die das nicht so extrem haben. Ja, stimmt schon. Das bedeutet doch eigentlich dann auch, dass dein Leben schon ein bisschen komplizierter ist. Auf jeden Fall. Ne? Weil du abgeschreckt wirst von Gerüchen, von Menschen abgeschreckt, weil die in irgendeiner Weise riechen, die andere gar nicht so wahrnehmen, diesen Geruch. Aber du auch eine größere Vielfalt an schönen Gerüchen wahrnehmen kannst. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist unheimlich schön, das überhaupt zu empfinden. Ja? Sag mal ein paar Beispiele, wo du sagst, das ist grandios, dass ich das so wahrnehmen kann und das sind meine Lieblingsgerüche. Das ist ausgesprochen schwierig. Also ich will mich damit nicht hervortun, aber ich habe ein Atelier und wenn ich die Tür öffne, dann riecht es nach diesen Farben. Ja. Das ist so wie nach Hause zu kommen. Das ist unheimlich schön. Menschen, die ich besonders liebe, denen ich am liebsten bei der Begrüßung auch mal an den Hals rieche, das ist so ein Wohlfühlgeruch. Ich weiß das auch nicht näher zu beschreiben. Welchen Blumengeruch magst du am liebsten?
Also ich mag Kräuter. Ich mag Kräuter unheimlich gerne. Ja. Blumen ist schwierig zu benennen, weil die doch sehr überzüchtet sind. Ich mag am liebsten Flieder. Mhm. Also so ganz also im Frühjahr, wenn der Flieder blüht, wenn man da an so einem Strauch vorbeigeht, das finde ich den Inbegriff von Leben und Frühling und Vitalität. Da kann ich gar nicht genug von kriegen, wenn ich davor stehe. Welche unangenehmen Gerüche sind für dich wirklich ganz unangenehm? Dass du sagst, das ist mir, da kriege ich eine Gänsehaut oder da muss ich mich fast übergeben, wenn ich das rieche. Das ist altes Fleisch. Altes Fleisch? Ja. Also faulendes Fleisch. Ja, ja. Also es ist extrem, weil wir hier in der Nähe eine Metzgerei haben und das ist wirklich ekelhaft. Mhm. Möchte ich auch nicht weiter beschreiben. Mhm. Dann eben Schweißgeruch. Ich empfinde Angst. Menschen, die Angst haben, Angstschweiß riecht anders als Schweiß durch Stress. Mhm. Man kann es spüren, wenn Menschen nervös sind und wirklich Angst haben. Ja. Und das habe ich also sehr extrem auch in meiner Ehe erfahren, als sie zu Ende ging, dass mein Mann tatsächlich auch Angstausbrüche hatte. Mhm. Das heißt also Aufregung und so weiter. Das ist auch sehr extrem. Was auch sehr schön ist, das fällt mir gerade dazu ein, ist, an meinen Kindern zu schnuppern. Mhm. Also dieses Gefühl, sie gehören zu mir. Mhm. Das ist was ganz Angenehmes. Das ist ja auch etwas Animalisches. Ne? Ja. Das machen Tiere ja auch. Ja. Insofern auch ganz natürlich, dass es der Mensch vielleicht in der einen oder anderen ausgeformten Weise dann auch hat. Ne? Ja, und nochmal ganz kurz auf den Beruf zu kommen. Ich wäre gerne Parfümeur geworden. Ja. Also ich habe mich teilweise auch spezialisiert auf synthetische Düfte und organische Düfte. Also es ist ganz extrem. Man kann das auch nutzen. Aber es ist dann doch die Malerin geworden. Auf jeden Fall. Da wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin und alles Gute. Mach's gut. Dankeschön, tschüss. Und Tanja, 30 Jahre alt. Guten Morgen. 30, guten Morgen, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Tanja. Hörst du mich? Ja, sehr gut. Okay, ich bin ein bisschen erkältet. Und macht nichts, ich kann dich sehr gut verstehen. Okay. Auch zum Thema Gerüche. Ja, ja. Leg los. Bei mir ist so, die haben vorher gelacht, deine Leute am Telefon. Aha. Ja, unbeschnittene Männer. Für mich sind ein bisschen eine... Bitte, ich hab's nicht verstanden. Ich habe eine Männer ein verstanden. Mann, wenn er unbeschnitten ist. Ein also Mann, wenn er unbeschnitten ist. Ja, also im Intimbereich für mich. Ja. Dieser Geruch, das ist für mich ein großes Problem, wenn ein Mann unbeschnitten ist. Also es hört sich ein bisschen eine Scheiße an. Könnte man es vielleicht ein bisschen anders formulieren? Wenn ein Mann unbeschnitten ist und auch nicht oft duscht. So? Da komme ich noch dazu. Also wenn er auch nicht rasiert ist im Intimbereich oder überhaupt unter dem Achsel, das ist auch eine Sache, das kommt sofort der Geruch dabei, ne? Dieser schlechten Geruch sowieso. Ja, also das heißt, du hast auch Probleme mit einem unbeschnittenen Mann, der gerade aus der Dusche gekommen ist. Unbeschnitten hast du gesagt? Ein unbeschnittener Mann, der aus es gibt einfach viele Europäer. Ja. Also ich bin selber Europäerin, aber ich habe 10-jährige Beziehung hinter mir mit einem Araber. Ja. Und davon bin ich ein bisschen erzogen, dass die sehr, sehr, sehr sauber sind. Ja. Und deswegen habe ich vielleicht jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich mich einfach mit einem normalen beschnittener Mann. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen Angst vielleicht im Spiel. Also ich sage jetzt mal, ein unbeschnittener Mann, der wirklich gut und frisch geduscht ist und gepflegt ist. Ja, wenn er die Vorhaut runterzieht und Seife und Wasser drauf tut, dann ist er kein Thema. Dann ist es kein Thema. Aber viele davon, die machen das gar nicht. Und leider habe ich ja viele Erfahrungen, wo die Männer wirklich top gestylt sind und wirklich super gut aussehen. Ja. Und man denkt mal, okay, wow, der riecht auch gut. Unter dem Ohren, der schaut super aus und wenn er die Hosen runterzieht, dann... Oh Scheiße, ne? das ist wirklich, das ist so, das heißt, so du musst, enttäuscht. Du musst eigentlich, wenn du Männer kennenlernst... Ich frage, ja. Ja, genau. Doch. Die indiskrete Frage stellen, bist du beschnitten oder unbeschnitten? Doch, ja. Das machst du so gerade heraus. Ja, ich bin ja auch ein bisschen kein Mensch von Traurigkeit. Ja. Ich schäme mich nicht, ich bin sehr aufgeflippt, ich kreise. Aber wie reagieren die Männer, wenn du relativ am Anfang schon fragst? Ein bisschen schockiert und sehr, sehr offen eigentlich. Fragst du das ernsthaft oder eher so locker? Locker. Sehr locker und ernst. Also so eine Mixtur, dass man da auch einen Spaß draus machen kann. Ja, so. Ja, auch sehr. Also ich kreise auch in viele Kreisen, wo sehr viele prominente Leute da sind und ich kenne auch sehr viele Leute, wo wirklich teure Klamotten und
wirklich sehr viele Prominente und ich habe auch öfter gefragt, sogar prominente Leute und die haben... Wenn die Prominenten dann die Hose aufmachen, ist dann ein Schuss mit der Prominenz. Ich habe darüber gelacht, aber die waren auch sehr ehrlich zu mir, ja. Na schön. Tanja, die Sendung ist vorbei. Jetzt haben wir deine Anschauungen in Sachen Gerüchten auch noch gehört. Das ist schön. Ja. Alles Gute dir und auf Wiederhören. Ja, ich hoffe, dass das es werden vielleicht mehrere Männer, also überhaupt Männer, dass die sich vielleicht Seife und Wasser kennen. Ja. Also, dass ich mal wirklich... Jetzt müssen wir Schluss machen. Die Sendung ist gleich weg. Tschüss. Bis dann. In der Technik, Annette Bastian. Morgen wieder sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.